Willing, die Tourismushochburg Nummer 1 in Nordhessen im Landkreis Waldeck-Frankenberg. Das Wetter stimmt, der Schnee bleibt im Prinzip liegen, aber man hat das Beschneien eingestellt, denn Willing liegt im Corona-Lockdown, wie hier die Ettelsberg-Seilbahn. Lifte geschlossen, Pisten geschlossen. Der Parkplatz vor der Ettelsberg-Seilbahn ist zu. Das Betreten der Pisten verboten, wo sich sonst die Skifahrerinnen und Skifahrer tummeln. Ja, noch ist der Parkplatz leer, aber Willing wäre nicht Willing, wenn sie sich etwas einfallen lassen würden. Und das ist hier der André Schmidt. André Schmidt organisiert einen Drive-in, Drive-thru Weihnachtsmarkt hier vor der Ettelsberg-Seilbahn. Guten Morgen. Schönen guten Morgen, hallo. Ja, wie kommt man auf die Idee? Eigentlich war es eine Kaffee-Idee. Wir haben uns, ich habe mich mit einem Kollegen getroffen, mit dem Nils Regelmann, und ja, wir haben halt überlegt, wir müssen irgendwas machen. Und im Sommer gab es das ja schon mal in Form einer Kirmes. Und dann haben wir uns einfach hingesetzt und gesagt, komm, wir gucken mal, was wir umsetzen können. Naja, und so ist es dann halt entstanden. Das wird also so ein, ja, wie, ich sag mal, McDonald's Weihnachtsmarkt durchfahren. Anhalten an ein Bütchen, sich sein, was man wünscht, ins Auto laden und wieder rausfahren. Ja, ganz genau. Also man bekommt im Prinzip vorne eine Karte, wo auch einmal so die, ja, ich sag immer, die Spielregeln draufstehen. Also ganz wichtig ist, dass die Leute halt nicht aussteigen dürfen, dass sie wirklich in ihrem Fahrzeug bleiben. Und da steht natürlich auch drauf, was für Stände da sind. Dementsprechend kann man sich ja vorher schon mal gucken, okay, wo habe ich denn eigentlich Lust drauf? Das geht natürlich von der Gastronomie, sprich Essens- und Trinkensangebote, bis hin zum normalen Handel, alles, was Willing so ein bisschen zu bieten hat. Wie viele Aussteller oder Beschicker des Marktes werden hier sein? Stand jetzt sind wir zwischen 18 und 20. Man fährt einmal an den Ständen vorbei und dann wieder raus. Genau, man dreht quasi hinten auf der anderen Seite, man fährt hier vorne rein, fährt einmal drumherum, dreht dann und fährt auf der anderen Seite wieder raus. Was erwartet sich Willing jetzt von einem Weihnachtsmarkt zum Durchfahren? Ist relativ schwer, diese Frage zu beantworten. Was erwartet sich Willing? Ich kann sagen, was wir erwarten. Ja. Das ist zum einen so ein bisschen auch nach außen hin mal zu zeigen, dass man auch unter diesen schwierigen Bedingungen das ernst nehmen kann und trotzdem was machen kann. Also ich glaube, das Schlimmste, was wir gerade alle machen können, ist den Kopf in den Sand zu stecken, weil dann ja, passiert auch nichts. Nun macht Corona ja nicht nur hier das Skigebiet Willing dicht bis voraussichtlich 10. Januar. Es ist auch das Soziale, wenn man sich in den Gastkneipen getroffen hat, wenn man zum Einkaufsbummel gegangen ist, wenn man hoch auf Sigis Hütte gefahren ist. Es ist deshalb so wichtig, dass man auch für das Soziale, für die Leute, dass sie rauskommen, einfach mal so ein bisschen Vorweihnachtsstimmung durch so einen Weihnachtsmarkt erzeugt. Genau, das ist natürlich auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Man kann eigentlich in einer hundertprozentigen sicheren Umgebung, weil man verlässt sein Fahrzeug nicht, die Mitarbeiter tragen Masken und kann trotzdem so ein bisschen Soziales, und die Leute haben auch mal wieder ein Ziel. Also ich glaube, ich persönlich kenne das auch gerade sehr gut, dass wenn man ja nichts zu tun hat, dass man so ein bisschen, ja, wie gesagt, den Kopf in den Sand steckt, und dann ist es natürlich auch ganz schön, wenn man mal ein paar Leute trifft. Und man gibt den Leuten tatsächlich auch mal die Gelegenheit, die Weihnachtsgeschenke gerade auch noch in einem Willinger Unternehmen zu kaufen. Das Ganze findet statt von Freitag, dem 18. Genau, bis Sonntag, den 20. Dezember. Und ab wann ist die Einfahrt geöffnet? Genau, ab 15 Uhr den Freitag und dann abends bis 22 Uhr. Genauso Samstag und Sonntag, beziehungsweise Sonntag ist es dann halt von 12 bis 18 Uhr geplant. Und man wünscht Willing einen großen Erfolg mit diesem Weihnachtsmarkt. Vielen Dank. Vielen lieben Dank.
Ho, ho, ho!